Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Hmm. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. Yeah. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door's stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh, on my way. Okay. So, jetzt aber noch einmal ein weiteres herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Ja, wir haben im letzten Part eine nicht so schöne, beziehungsweise sogar zwei nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Und zwar, nun ja, wurden wir einmal im Kühlraum eingesperrt und werden fast erfroren, weil die Testtür sich nicht mehr geöffnet hat. Und des Weiteren, oh ja, kein Licht mehr. Und des Weiteren hatten wir einen Anruf. Warum das denn hier so? Hatten wir einen Anruf, in dem jemand gesagt hatte, obwohl die, also einen Anruf, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist, weil die Stromleitungen, die Telefonmasten kaputt sind, die Leitungen sind kaputt. Hatte uns jemand angerufen und hat gesagt, dass Rachel noch hier ist. Und das hört sich natürlich nicht so cool an, tatsächlich. Denn, naja, ne? Rachel ist leider schon seit Jahren tot eigentlich. Dementsprechend wäre es tatsächlich nicht so cool, wenn sie hier wäre. Egal ob lebendig oder tot. Die Geräusche sind ein bisschen crazy, aber gut. So, Crawlspace, hat er gesagt, ne? Auf unserem Floor. Wo genau ist denn dieser Crawlspace, wenn ich fragen dürfte? Sehe ich irgendwas auf der Map? Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke der vom Personalbereich im ersten Stock betreten muss. Okay. Personalbereich. Ist wo genau? Das kann man sehr gut lesen, tatsächlich. Hier ist der Overlook. Wir sind gerade im Overlook auf jeden Fall. Museum. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh. Ich verstehe das erstmal Escape statt M. Aber ich glaube nicht, dass es hier lang geht. Ich glaube, irgendwo muss ein anderer Crawlspace sein. Weil wir sind ja gleich im zweiten Stock. Also muss es eigentlich von hier aus irgendwo einen Crawlspace geben. Und die Treppe ist nun mal kein Crawlspace. Ah, hier können wir nicht rein, glaube ich. Oder? Haben wir hier ran im letzten Mal? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier müssen wir lang. Die Augen eines Mörders. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No. But I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet?
You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. The class never goes out of style. That is for now. Okay, da sind irgendwelche Bänder. Boah, es ist so dunkel hier drin. Oh mein Gott, man sieht ja einfach gar nichts mehr. Ich würde mich tatsächlich gerne nochmal hier ein bisschen umgucken vorher, aber es ist mir leider einfach gerade zu viel Zeug, was ich nur angucken kann. Bevor ich hier gleich wieder irgendwelche Sachen freilege, ich werde hier irgendwann nochmal langkommen, das sehe ich jetzt schon. Also, weiter geht's. Das sieht man hier eh kaum was, also gehe ich so schnell wie möglich runter. Die Geräusche absolut nicht, aber okay. Folgen weiter dem roten Kabel. Das ist hoffentlich richtig. Das sieht gut aus. Läuft jetzt wieder? Lippenstift. Okay, nehmen wir mit. Warum eigentlich nicht? What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. So. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole. It's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Ja. Ich vergesse meine Sachen auch immer im Notstromgeneratorraum. Gar kein Ding. Tag 4. Okay. Ich habe die Wasserwaage eigentlich noch schon, aber gut. Dann nicht. Wäre wahrscheinlich nichts Besonderes gewesen, also. Die Sachen, die man sich angucken kann, guckt man sich halt einfach nur an und dann ist halt gut. Die wichtigen Sachen, wird sich schon was zu sagen. Porting is ordered, sir. You awake? Sort of. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead.
That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. I haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Find somewhere that's a supporter of this. Aber es macht Sinn, ne? Also, jemand ruft hier an und sagt, dass Rachel noch lebt. Dann finden wir einen Lippenstift, der gar nicht, der 10 Jahre alt ist, von einer Marke, die gar nicht mehr existiert, aber trotzdem noch wie neu ist. Vielleicht ist sie doch nicht so tot, wie jeder meint. This is just the beginning, Lucy Pedophile. Beware. Shutting yourself into your gross den between mountains will not protect you. You will pay for what you have done. Okay. Das war höchstwahrscheinlich an Leonard gerichtet. Zeitungsausschnitte. It shocked the entire building's heart. The principal told us today. It felt like a huge weight heavy on our souls. We're a tight-knit community, and after this tragedy hit, everyone was struck pretty hard. We just want everyone to know that you are not alone, and you can always find a family in the Helena High School. Okay. Ja klar, natürlich, nachdem sowas rauskommt wie ein Selbstmord von einer Mitschülerin, wird ja eigentlich sowas, es ist ja obvious, dass da solche Sachen herauskommen, von wegen, ja, ihr könnt reden und lasst sowas nicht auf euch sitzen und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, sind wir immer für euch da und so. Leider hat sich in der Geschichte schon oftmals bewährt, dass das leider erst nach dem Tod so vielleicht ist. Wenn man wirklich Hilfe braucht in solchen Situationen, dann gibt es sehr viele Leute, die da auf einen hören sollten, die einen aber nicht zuhören. Und sagen, ja, hey, stell dich nicht so an, alles entspannt. Ich meine, so ein Selbstmord begeht man ja nicht einfach so. Sondern da braucht man wirklich eine Situation, wo man keinen Ausweg mehr sieht. 16. Oh. Gut, dann verstehe ich auch, warum die Verleumdung da lag. Oh. Ich dachte, sie wäre 18 oder 19 gewesen, aber sie ist 16 gewesen. Gut, dann verstehe ich, warum die Verleumdung gegenüber Leonard war. Das, ist was anderes. 16 Jahre alte Rachel Foster wurde tot aufgefunden. Sheriff McDonald sagt, es war Selbstmord. Wir haben ihre letzten Worte. Ich weiß nicht, wer es Coroner heißt, bestätigt, sie war 9 Wochen schwanger. Rachel und Leonard McGrath, ja, da ist nochmal das über Leonard und sie. Und etwas über Rachel selber. Geschichte einer Freundin. Nach 10 Jahren, Glenda Ferguson, ich habe Rachel in den Timberline Hotel gesehen. Das 29-jährige Mädchen von Great Falls, behauptet, sie hätte Rachel Foster ihre ehemalige Schulfreundin, ihre
ihre Schulfreundin oder ihre Schulkameradin, welche sich 1981 umgebracht hat, in einem Korridor auf dem ersten Stock des Timberland Hotels gesehen. Aber sie ist weggerannt, ohne etwas zu sagen. Glenda hat veröffentlicht, also ist zu den täglichen Reportern veröffentlicht, dass sie versucht hat, ihr näher zu kommen, aber sie ist weggelaufen. Sie hat auch dazu gesagt, ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber es war auf jeden Fall Rachel. Das ist nur die letzte Episode von... Also das ist nur die letzte Episode von der bekanntesten Liebes- und Todesgeschichte in dem Land. Rachel hat nach ihrer Affäre mit Leonard McGrath, 30 Jahre, älter als, das, als der Teenager, Selbstmord begangen. Achso, nachdem ihre Affäre veröffentlicht wurde, so. Wir haben versucht, mit Rachels Vater zu reden, Shepard Foster, aber er hat es abgelehnt. Jemand sagte, das kleine Mädchen wäre noch am Leben. Gruselig. Folgen Sie unseren weiteren Fuß, um mehr darüber zu erfahren. Reverend Foster, ja, ihr Vater. Leonards Buch? Da sind Gedichte drin, ne? Ja, das sind Gedichte. Okay, dann gehen wir erstmal die Hinweise der Wand ansprechen. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Aber ist es sicher, Rachel? Ich meine, 90 Fuß runtergefallen, dann dürfte ja nicht mehr so viel eigentlich übrig geblieben sein von ihr, oder? Und ob man, hätte man wirklich dann noch beweisen können, dass es sie ist? Vielleicht hätte sie auch eine Zwillingsschwester. Wer weiß. Weiß ja nie, ne? Zeitungsausschnitte. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Das habe ich mir auch gedacht, ja. I'll hear you out. Als da nämlich gerade eben stand, dass der bestätigt, dass es ein Selbstmord war, weil man ihren Abschiedsbrief gefunden hat, dachte ich mir auch so, ja, gut, den kann man auch faken. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit.
His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. I'm just saying. Right. Vielleicht hatte auch der angebliche Selbstmord, ob das wirklich ein Selbstmord war, man weiß es natürlich nicht, was damit zu tun, dass eben diese Geschichte, also ja, klar, natürlich ist die Geschichte, weil die Geschichte rausgekommen ist, natürlich, mit der Affäre, aber vielleicht wollte das jemand beenden, also weil ihr Vater ja so streng ist und er wird ja, ne, also er ist ja, wird ja wohl, eine der schlimmsten sein, die darauf reagiert haben, dass das rausgekommen ist. Vielleicht wollte jemand damit irgendwie sie schützen vor ihm, indem sie einfach ihren Tod fälschen oder so. Weil ich meine, wenn man bedenkt, ne, wenn er selbst für einen Geistlichen sehr, sehr hart und sehr, sehr streng war, und dann halt sowas rauskommt von seiner perfekten Tochter, die er wirklich, gefordert hat, dass sie perfekt ist. Wenn dann auf einmal sowas rauskommt, dass sie dann kein leichtes Leben bei ihm hatte oder hätte gehabt, das ist, glaube ich, ziemlich klar, oder? Also vielleicht war das ja vielleicht ein bisschen Schutzakt von sich selber oder von jemand anderem. Man weiß es nicht. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, he supposedly had another lover, maybe even two. Could the cold have preserved? Possibly. Anything else? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, nachdem das dein Leben ruiniert hat, denkst du nicht so, ach ja, eigentlich kann ich da mal zwei weitere Affären anfangen. Glaub nicht. Ich glaube, er hat danach ein bisschen genug gehabt von dem Ganzen. Die ganze Stadt hat ihn schon gehasst. Ich glaube, da will man nicht noch mehr. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course. There's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay. I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir wahrscheinlich hier gleich einmal einen Cut, ja. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ist sie wirklich tot? Der Ruckscher freigeschaltet von The Suicide of Rachel Foster. Und bis dahin sag ich ciao.